Janik Frier, Tobias Feldmann für den SC Sprakel, Kreisliga B-Ligist, heute die eigentlich auf dem Papier schwächste Mannschaft. Ihr wurdet dennoch trotz null Punkten zum Publikumsliebling. Woran lag das? Ja, vollkommen zu Recht. Ich denke mal, wir haben eine überragende Saison für uns hier gespielt in der Halle, wurden stark unterstützt. Unser Ziel war es heute einfach zu zeigen, dass nicht nur der Karneval in Sprakel überragend ist, sondern auch der Fußball. Wie hat euer Trainerteam euch eingestellt auf die doch vielleicht schwereren Gegner, die euch heute erwartet haben in der Endrunde? Ja, wir sollten einfach alles geben, Spaß haben und dann gucken, wie es läuft und einfach die Zeit genießen. Wahrscheinlich lohnt sich dennoch, bis in die Endrunde zu kommen bei der vollen Halle. Das ist nochmal was ganz Besonderes, oder? Ja, genau, das ist eine super Atmosphäre, gerade für Kreisliga-Teams ist das mal was Besonderes. Und wir haben ja einfach nur Spaß und genau. Ja, ihr habt außerdem schon, da habe ich rausgehört, ihr habt ja auch einmal die 50 Liter gewonnen, glaube ich, zwischendurch. Ihr habt schon Planungen für, da ihr jetzt raus seid, für die Zeit jetzt nach der Endrunde, oder? Ja, ich denke, heute Abend werden wir mit Sicherheit noch einiges feiern. Janik hat ja die 50 Liter geholt. 50 Liter wurde ja gestern schon ausgesprochen für die Endrunde und da wird auch mit Sicherheit das ein oder andere Glas geöffnet werden, auf jeden Fall. Sehr gut, viel Spaß. Besten Dank.